Ja, hallo, heute begrüße ich euch hier in Berlin-Buch. Ja, wir sind hier im gläsernen Labor und wir haben die Aufgabe, Schulkindern einfach mal so zu zeigen, was es so für Ameisen gibt, was machen Ameisen, was gibt es so für Ameisen. Und wir haben auch so ein paar kleine Experimente, so einen kleinen Versuchsaufbau auch nochmal vorbereitet. Und ja, mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Und ihr könnt euch das Ganze mit anschauen. Nicht zu vergessen ist, wir leben ja in Zeiten von Corona, deswegen habe ich auch die Maske. Ja, die muss ich natürlich jetzt hier aufsetzen und jetzt gehen wir mal rein. Erstmal herzlich willkommen. Also ich bin der Martin, das ist der Melvin. Hallo. Welche Erfahrungen habt ihr denn irgendwie schon mal so mit Ameisen gesammelt, so im Urlaub, im Garten? Was habt ihr so ein bisschen beobachten können? Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen erstmal so euer Wissen so ein bisschen preisgeben. Kann ich das was sagen? Ja. Die sind sehr stark auf jeden Fall. Wenn man die halt in Ruhe lässt, dann können die sich richtig weit machen. Ja, du bitte. Also ich kenne es so, dass man Waldameisen oder generell Ameisen die Waldpolizei nennt, weil die den Wald halt aufräumen und die bauen auch sehr große Ameisengebäude, nenne ich das jetzt mal, das sind die Ameisenhaufen. Ich glaube, ich habe das mal so verstanden, dass sie das Zehnfache von dem Körpergewicht tragen können. Ja, also könnte ich das ein bisschen vorstellen, wenn ich jetzt mal kurz einbringe. Dieses Nest ist von Weberameisen erstellt worden. Diese Weberameisen, für das Martina, wir haben ein Bild, das ist sozusagen hier in diesem Kasten nochmal mit drin. Diese Ameisen schaffen das so, wenn ihr euch vorstellt, ihr könnt an der Decke euch so festhaften, ja, dass ihr wie Saugnäpfe sozusagen die Möglichkeit an der Decke zu haften und habt noch drei Fahrzeuge, also drei PKWs an Gewicht an euch am Rücken mit dran. Solche Kraft haben die Tiere, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, im Verhältnis zu Menschen. Also die Blattschneiderameisen, sie sind jetzt sehr fleißig, fangen an jetzt die ganzen Blattstücke auch zu schneiden. Also wir haben jetzt so ungefähr 1,5 Stunden gebraucht, bis sie diese Straße erstmal dort zu diesen Rosenblüten gebaut haben. Und jetzt sieht man, wie die ersten Blätter abtransportiert werden und ja, mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Die Schüler, die waren alle sehr interessiert und schienen auch sehr viel Spaß bei diesem Projekt gehabt zu haben. Und wenn ihr so ein ähnliches Projekt plant, ja, und dafür etwas Unterstützung, also Hilfe oder Ideenanregung benötigt, ja, dann zögert nicht, uns zu kontaktieren. Ansonsten vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch auch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal.